Beim EU-Gipfel am 17. Juni nächsten Freitag wird die EU-2020-Strategie verabschiedet. Im Vorfeld hatte die Kommission den Vorschlag gemacht, ein verbindliches Ziel oder ein gemeinsames Ziel zur Reduktion von Armut in die Strategie reinzuschreiben. Dagegen hatten sich die Mitgliedstaaten aber ausgesprochen. In der Zwischenzeit haben die Regierungen wiederum die Indikatoren, wie sich Armut messen lässt, völlig aufgeweicht und sagen jetzt, unter diesen Bedingungen wären sie dann jetzt bereit, einem gemeinsamen Ziel zur Verminderung von Armut zuzustimmen. Das klingt alles ziemlich schwammig. Wird da jetzt dann am 17. Juni quasi ein Pudding an die Wand genagelt? Ja, so kann man es schon sehen. Das Problem besteht ja darin, dass die Mitgliedstaaten selber sich eigentlich nicht festlegen lassen wollen und sie wollen sich nicht in die Karte gucken lassen. In jedem Mitgliedsland gibt es Menschen, die in Armut leben, Kinder, die in Armut leben, Obdachlose. Menschen sind in diesem Winter auf den Straßen erfroren. Aber keiner dieser Staaten will aufgrund seiner unterschiedlichen Gesetzgebung, der konkreten politischen Maßnahmen irgendwo sich vorwerfen lassen, nicht genug zu machen und irgendwie in Haftung genommen zu werden. Und deshalb weichen sie aus. Sie wissen alle ganz genau, dass die Europäische Union nicht existieren kann und auch nicht akzeptiert wird von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn nicht endlich klar auch soziale Normen eingezogen werden. Und im Vorschlag, da jetzt zu sagen, bis 2020 werden wir die Armut um 25% senken, das heißt 20 Millionen Menschen sollen aus der Armut herausgeholt werden, da versucht man jetzt einen Trick und sagt, das Ziel ist uns zu konkret und das würde zu sehr in unsere Kompetenzen als Mitgliedstaaten eingreifen. Wir könnten dem aber zustimmen, wenn die Berechnungsgrundlage geändert wird. Wenn also das, was seit 2001 in der Europäischen Union gilt, nicht mehr gelten soll, nämlich dass man sagt, der Armutsbegriff wird auf der Basis von relativer Armut, also das heißt nicht nur das, was ich bekomme, sondern auch der Zugang zu Bildung, zu Kultur, zu Sport, zu allen Lebensbereichen, zu Dienstleistungen, hat etwas mit Armut zu tun und daran müssen wir uns messen lassen. Dieser Begriff soll also jetzt geändert werden. Und die Diskussion gibt es seit einigen Wochen und Monaten. Man will sich am französischen Beispiel orientieren. Da sagt man jetzt, wir wollen Armut messen auf der Grundlage unseres Wirtschaftswachstums und die Veränderung des Einkommens daraus. In Frankreich wird das schon seit ein paar Jahren probiert und dort sagen alle, die mit dem Thema Armut zu tun haben, was ist das? Nach diesem Indikator sinkt bei uns die Armut, während konkret sichtbar ist, dass die Armut steigt, dass immer mehr Menschen in Armut geraten. Und dasselbe würde ja auch auf andere Länder zutreffen. Also es ist aus meiner Sicht ein Versuch der Mitgliedstaaten, sich aus der Verantwortung herauszunehmen, drum herum zu reden, scheinbar eine Armutsbekämpfungsstrategie zu entwickeln, die man aber relativ weit aushebeln kann, weil man dann aus nationaler Sicht zusätzliche Indikatoren einbauen kann, so wie es einem passt und die Vergleichbarkeit dann sehr erschwert wird.